Hallo und herzlich willkommen. Heute, nein, nicht Spider-Man. Was ist denn das jetzt? Heute von Epic Games. Wir werden einmal kurz A Game of Thrones austesten. Das ist irgendwie kostenlos zum Antesten wohl. Und dann Fall Guys. Das hat gestern schon Spaß gemacht. Ich habe es gestern zum zweiten Mal ausprobiert und habe in der ersten Runde gleich ein Perfect Run hingelegt. Zumindest in der ersten Runde. Bis Runde 3 bin ich gekommen. Runde 2 war Platz 16 und. Ja, nun los. Okay. Runde 2 war Platz 16 und Runde 3 habe ich etwas völlig anderes gemacht, wie man sollte. Ich muss gestehen, es war schon 2 Uhr nachts. Ich war ziemlich platt. Das Video werde ich aber euch dann auch noch zeigen. Werde ich noch veröffentlichen, ist ohne mich. Also ja, mit mir schon, aber ohne Facecam. Oh, ich höre gar nichts. Jetzt höre ich was. Okay. Sollte es im Hintergrund etwas lauter werden zwischendurch, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich muss leider wetterbedingt Durchzug lüften im Nebenraum. Der Ventilator bläst dann die Luft hier rein. Aber mal angenommen, hier fährt die Polizei durch oder ein Krankenwagen, dann ist das, denke ich, angenehmer, als wie wenn ich hier mit dem Hitzschlag vom Stuhl falle oder zwischendurch verdunste und mich in Luft auflöse. Es sind hier knackige 28 Grad in der Wohnung. Das Haus ist über 100 Jahre alt. Es heizt sich lieber auf, als abzukühlen. Es wird dann, denke ich, heute Nacht wieder ein bisschen frischer, aber im Moment ist es leider mir so nicht anders möglich. Einmal noch ganz kurz, aber das geht ja nicht. Haha. Ha. So, wie ihr seht, ich habe nur einen Monitor. Also ich habe eigentlich zwei, aber der steht irgendwo da hinten an der Ecke. Er hat hier im Moment keine wirkliche Verwendung und auch keinen Platz. Und ist ähnlich wuchtig wie dieses Ding hier. So, lange quatscht, los geht's. Ja, wie ihr seht, habe ich schon mal zwei Ledernieten-Armbänder freigespielt. Heute das dritte Mal. Finde es ganz witzig. Es sah bei anderen immer so einfach aus. Ich glaube, das ist auch seit ein paar Tagen kostenlos zum Download bei Epic Games. Tatsächlich aber ist es ganz schön knifflig und man braucht vor allem Geschick. Schnelle Reaktion und Geschick. Und dann macht es aber auch Spaß. In diesem Sinne. Mal ein bisschen lauter machen. Wäre ja kaum was. Bisher habe ich auch alle fünf Finger benutzt, also liegen durchgehend auf den Tasten, vorwärts, links, rechts. Auf der Leertaste, auf Space für Springen, auf Steuerung für Hechten. Los geht's! Hätte fast geklappt. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Auch wenn ich diese Runde, glaube ich, bisher einmal gespielt habe. Diese Bahn oder wie auch immer man das nennt.
Aber gestern war ich, wie gesagt, in der ersten Runde Erster. Okay, den ersten 12. Hauptsache erstmal weiter. Wieso läuft der hier im Kreis? Ist der verwirrt oder was? Aber wie man sieht, bin ich nicht der Einzige, der sich hier heldenhaft durchs Spiel bewegt. Vielleicht bei Gelegenheit mal die Empfindlichkeit der Maus anders einstellen, das ist ja Wahnsinn. Das nur antippen und das dreht sich schon fast einmal im Kreis. Mal gucken, ob wir heute bis Runde 4 kommen. Wäre mal ein Highlight. Bisher bin ich immer bei Runde 3 ausgestiegen. Kommt denn da jetzt? Ich freue mich, wenn ich es hinter mir habe. So. Sieht einfach aus. Wir werden sehen, ob wir da so einfach durchkommen. Geht denn die Tür jetzt hier nicht auf? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wenn man läuft, zum Glück noch gerettet, wenn man läuft und springt, dass man ein bisschen schneller ist. Das scheinen andere auch zu machen. Zumindest auf jeden Fall schon mal, wenn es bergab geht. So, Runde 2 geschafft. Dann gucken wir mal, was Runde 3 uns bringt. Nix. Und was kriegen wir jetzt Schönes? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Also ich habe es schon mal in einem Video gesehen. Ich habe es selber noch nie gespielt. Also die Chancen stehen hoch, dass die Reise hier zu Ende ist für diese Runde. Wir werden sehen. Ist das überhaupt, was ich schon gesehen habe? Ich weiß nämlich nicht. Phoenix. Ich hab's euch gesagt. Wir versuchen es einfach nochmal. Wie man sieht, er ist aus dem Ei gepellt worden. Level 4. Was denn? Nee.
So. Haben wir denn hier Schönes? Ja. Dass man auch mal sieht, dass wir hier nicht die absoluten Newbies sind, sondern schon mal 2 Meter gelaufen sind auf diesem Weg. Mal gucken. Die magische Runde 3 gilt's zu überstehen. Ob wir das schaffen. Steht noch in den Sternen. Na, los jetzt. Mach mal. Na siehst du. Das hatte ich gestern auch schon mal gespielt. Durchbricht Türen und renne zur Ziellinie. Was? Okay. Es lädt zwischendurch ganz schön lange. Also. Na, starte ich wieder von hinten. Na klar. Pole Position. Nur von der falschen Seite. Geht da jetzt was? Ganz schönes Gedränge hier. Was denn? Ist ja auch nett, dass man hier stürzt, wenn alle anderen auf einen drauf fallen. Aber qualifiziert ist qualifiziert, oder? Man achte auf die besten 50%. Die besten 50% von 60 Leuten sind 40. Kein Wunder. Da sind überhaupt schon mal wer nachgerechnet. Das haut irgendwie in keiner Runde hin. Leim zu fallen. Okay. Also das ist auch schon mit Hand. Wir werden sehen, wie nett die Mitspieler sind. Also ich gucke nicht, ob ich irgendwen anrempel oder nicht. Ich gucke, dass ich hier irgendwie... unbeschadet die Runde überstehe. Zu weit außen? Nein! Ja, Mann, benötigt etwas Übung dafür. Wir versuchen es gleich nochmal.
bedarf viel Übung. Definitiv. Also wie gesagt, gestern die erste Runde war so ein perfekter Lauf. Ich war danach selbst überrascht, wie ich das geschafft habe. Und dafür war ich dann in den nächsten Runden etwas abgekackt. So, was ist das hier? Ja, auch wetterbedingt natürlich, oder was die Hitze hier in der Wohnung angeht. Muss man sich ein bisschen umstrukturieren, wann man welches Spiel spielt. Weil ich wollte meine Grafikkarte nicht mit über 70 Grad belasten. Und ja, bei gewissen Spielen passiert das einfach. Zum Beispiel Battlefield. Oder Need for Speed Heat oder Cyberpunk. Also wetterbedingt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Das finde ich ein bisschen doof, dass wenn hier die anderen auf einen drauf fallen, dass man mit umfällt. Da fallen 10 auf einen drauf und man kommt einfach nicht weiter. Scheinen wir bisher ganz gut durchzukommen. Ja. Und gib mal weg hier alle. Und 42 von 59 sind 50% beste. Wieder. Man muss offensichtlich nicht gut in der Schule gewesen sein, um solche Spiele programmieren zu können. Ich glaube, dieses doch habe ich schon mal gespielt. Einmal oder zweimal. Es gibt da ein paar knifflige Stellen, aber ansonsten sollte man ganz gut durchkommen. Runde 2. Das ist gar nicht die Hindernisse, sind nicht die Hindernisse, sondern das ist dieses elendige Schubse der Mitspieler. Letzter. Danke für nix. Steuerung könnte auch etwas angenehmer sein. Hier bin
bin ich jetzt hingefallen? Das war ja haarscharf. Es waren auch wieder die üblichen schwierigen Stellen. Wichtig ist erstmal weiterkommen. Vielleicht ist das Spiel ja gnädig und gibt mir dann was Leichtes. Nein. Er soll ja auch fair bleiben. Es ist wirklich viel bei, was ich noch nicht gespielt habe. Was denn? Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Okay. Die magische dritte Runde. Werden wir den Fluch nun brechen können? Es bleibt spannend. Okay. Verstehe. Und der Ventilator dreht sich da in der Mitte, oder? Bleibt er so. Naja. What? Ich hab die dritte Runde geschafft. War ich jetzt so gut oder die anderen so schlecht? Das ging ja jetzt schon schnell. Dabei war das voll die Popel. Also es war einfach. Popelrunde wollte ich sagen. Dann geht's jetzt um Platz 1, oder? Oder kommt danach noch was? Ich habe keine Ahnung. Mal wieder. So wie letztens bei Battlefield, als ich den Teamspeak benutzen wollte. Ich habe das noch nie gemacht. Musste ich aber dann machen, nach 2 Stunden Beleidigung und Rummelschreie, habe ich dann doch mal nach in meiner gesamten Battlefield-Karriere das erste Mal jemanden gemeldet, geblockt und gemutet und ihm vorher mal meine Meinung gesagt. Was ist das denn? Soll ich jemand anders vorlaufen lassen, ja? Vorm Ziel. Wie soll denn das noch klappen? Das wissen wir gar nicht. Das kann's nicht sein. Man wird gerade so ein bisschen nervös, wenn ich ganz ehrlich bin. So, jetzt. Ey, wie soll man da durchkommen? Gibt es dann noch eine Runde? Wieso? Ey. Einer darf noch rein. Einer. Wäre schon schön, wenn ich das bin. Bin ich aber nicht. Dann halt eben eine Runde 4 ausgeschieden. Hier so eine kleine Split-Game-Runde. So, eine Runde spielen wir noch für heute. Dann werden wir mal
noch ein anderes kostenloses Game anzocken. Vielleicht auch noch Fortnite, mal sehen. Ich glaube, wenn ich Fortnite spiele, muss ich das Mikro ein bisschen weiter wegstellen, nicht dass ich dann umschubse. So, dann die letzte Runde Vollgeist für heute. Schwitze. Nicht der Angstschweiß, weg hier verlieren könnte oder schlecht spielen. Es ist auch nicht die Aufregung, es ist einfach nur dieses ekelhafte drückende Wetter. Es ist mittlerweile schon 21 Uhr und trotzdem draußen noch 28 Grad. Der grüne Leopard da vorne scheint Ahnung zu haben. Ich glaube nicht. Zumindest bin ich schon einmal bis Runde 4 gekommen. Kleine Schritte. Als Fortschritte. So, was spielen wir jetzt? Das kenne ich nicht. Was ist das? Okay, Dschungelhindernisse überwinden. Mal gucken, ob ich jetzt schon vielleicht rausfliege. Weil ich kenne es noch nicht. Aber trotzdem, trotz allen Schwierigkeiten. Also es geht ja nur um die Übung, sich an das Spiel zu gewöhnen. Macht es dennoch Spaß. Wenn ein Spiel keinen Spaß macht, dann sollte man auch nicht spielen. Ja, geh mal da lang. Geh mal hier lang. Was ist das denn für ein Quatsch, wenn man hier durchs Wasser laufen kann? Nein! So, dafür besser so gekommen jetzt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ui, nein! Na klar! Bleiben wir mal hier, Junge. Hey, geht mal weg da! Die sind alle hier immer im Weg stehen. Sind wie viel? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken.
Frosch im Hals. Könnte in der letzten Runde liegen, ja, tatsächlich. Da gab es auch Frösche. Hat mich wohl in der letzten Runde verschluckt. Springe über den Balken und falle nicht in den Schleim, okay. Also geht es hier nur wieder um im Kreislaufen. Wo sind der Balken? Springe über den Balken, hat mir gefallen. Dann will ich so direkt drüber springen, wenn ich hinterherlaufen kann. Hier, guckt ihr meine Strategie hier ab oder was? So geht es aber nicht, Jungs. Der eine bleibt einfach stehen. 0 von 11 sind schon ausgeschieden, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja die so schwierige Runde. Nein! Ey. Merke, schlechte Strategie. Und jetzt geht's so schnell. Nun gut. Dann schmeiß uns kurz raus. Okay mit E. Was? Okay. Mit O und K natürlich. Dann. Werden wir das hier beenden und sehen uns gleich wieder zum nächsten Spiel. Tschüss.